Tag, die Bundeskanzlerin, der Vizekanzler und die Ministerpräsidentin und Ministerpräsidentin haben ihre Beratungen beendet und werden Sie jetzt über die Beschlüsse informieren. Das Wort hat die Bundeskanzlerin. Ja, meine Damen und Herren, einmal beraten. Und können Sie in dieser Pandemie Deutschland so an Olaf Scholz übergeben, wie Sie sich das mal vorgestellt hatten, Deutschland zu übergeben? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir jetzt in einer so starken vierten Welle sind, das stimmt mich nicht froh, sondern das bedrückt mich. Gerade wenn ich bestimmte regionale Situationen sehe. Und deshalb setze ich mich und habe ich mich jetzt ja auch bis zum Schluss dafür eingesetzt, dass wir diese vierte Welle möglichst schnell brechen. Impfziele, 30 Millionen Impfungen, angefangen zu rechnen vom 18. November. Deshalb haben wir heute von einem Akt der nationalen Solidarität gesprochen, damit wir sinkende Infektionszahlen bekommen und unser Gesundheitssystem eben nicht überlasten, sondern entlasten. In diesem Zusammenhang eine allgemeine Impfpflicht soll im Deutschen Bundestag diskutiert und entschieden werden. Dazu bitten Bund und Länder den Ethikrat, sich bis Jahresende eine Empfehlung zu erarbeiten. Und dann kann diese allgemeine Impfpflicht, könnte bei entsprechender Entscheidung greifen, etwa ab Februar 2022. Ernst ist, was die Corona-Pandemie anbelangt. Und das heißt, wäre ich im Deutschen Bundestag, könnte ich sagen, dass ich mich dafür aussprechen würde, also auch dafür stimmen würde. Und ich glaube, wir haben alle gehofft, dass die Freiwilligkeit hier besser angenommen wird. Die Impfung ihre Gültigkeit verliert, das heißt, das Boostern, das Nachimpfen, das Auffrischungsimpfen. Wir werden bundesweit einen Zugang zu Einrichtungen und Veranstaltungen der Kultur- und Freizeitgestaltung unabhängig von der Inzidenz nur für Geimpfte und Genesene ermöglichen. Es kann ergänzend auch ein Test, noch einmal 2G+ genannt, gefordert werden. Die 2G-Regeln werden auch auf den Einzelhandel ausgeweitet. Ausgenommen sind die Geschäfte des täglichen Bedarfs. Sie sagen, dass dies jetzt rechtlich schon möglich wäre, aber es wird noch einmal gemeint. Also überall, wo nicht alle Teilnehmer geimpft und genesen sind, gilt diese Grenze eigener Haushalt sowie höchstens 2 weitere Personen. Kinder bis zur Vollendung des 14. Jahres sind hiervon ausgenommen. Und Geimpfte und Genesene im Außenbereich, für die, wo Ungeimpfte dabei sind. Spätestens ab einer Inzidenz von mehr als 350 Neuinfektionen in 7 Tagen pro 100.000 Einwohner werden Clubs und Diskotheken in Innenräumen geschlossen. Die Kontrolle der Regeln wird durchgesetzt und es geht um die Weiterentwicklung des Infekts. Es wird ja auch auf der Ebene der EU diskutiert, dass nach 9 Monaten die zweite Impfung ihre Gültigkeit verliert. Das heißt, das Boostern, das Nachimpfen, das Auffrischungsimpfen ist ganz wichtig, um dann als vollständig geimpft zu gelten. Wir weisen noch mal darauf hin, dass alle von uns genannten Maßnahmen quasi Mindeststandards sind. Sie sehen an den Beschlüssen, dass wir verstanden haben, dass die Lage sehr ernst ist. Den Schritt jetzt zu gehen.